Guten Morgen. Wir wollen Hausaufgaben machen. Zeit für aufgebraucht. Meine Lieblingskategorie. Nein, mittlerweile. Es ist völlig in Ordnung. Ich mache damit Leuten eine Freude und kostet mich ja nichts. Insofern mal reingehauen. Heute Morgen leer gegangen. Naja, okay, vielleicht nicht hundertprozentig, aber ist mein, also eins meiner Standard-Gesichtswasser von Isana, das und zwar das für trockene und sensible Haut, da ist kein Alkohol drin. Ich komme damit gut klar, ich kann damit zur Not auch immer über die Augen gehen. Ich habe jetzt, ich glaube, ein, zwei außer der Reihe in Anführungszeichen, also die nicht das hier sind. Und dann gucke ich mal, wie gut ich ohne das klarkomme. Also ich kaufe das jetzt erstmal nicht nach, aber nur, weil ich andere Sachen da stehen habe. Schauen wir mal. Dinge, die nicht leer gehen sollen. Die stand bei Herrn Unfug und ist jetzt also super leer. Das ist meine Lieblingskörpercreme, beziehungsweise auch Herrn Unfugs Lieblingskörpercreme an mir. Wenn ich die benutzt habe und danach, also man sieht ja auch, ne, wie viel ich die in der Hand hatte, und danach irgendwie in einer Bettdecke gewickelt war oder in meiner Wolldecke, dann schnappt er sich die danach. Und ja, das ist so unser Ding. Ich habe zum Glück noch was davon. Dann haben wir, was haben wir denn hier? Gesichtsmasken. Standard. Die gute von Action. Dann, genau, das stand bei Herrn Unfug und ich tue es jetzt weg, weil ich keinen Bock mehr habe, das aufzubrauchen. Da ist noch jetzt ein bisschen drin. Das war von Lidl Aquarich tägliches Waschpeeling. Und ihr seht ja, wie viel ich das benutzt habe bis da. Aber gefällt mir nicht so gut wie das Isana oder Balea Waschgel, das normale. Denn hier mit über die Augen zu gehen, war jetzt nicht so schön. Soll man wahrscheinlich auch nicht. Augenpartie aussparen, ja. Steht bei den anderen auch drauf, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht. Nee, also das Peeling, das war einfach nicht meins. So. Was haben wir denn hier? Ach ja, die gute. Brauche ich im Moment nicht, weil meine momentane Tagespflege, die mit von Diadermin mit 30er Lichtschutzfaktor, aber die teure Variante, nicht leider Gottes, habe ich daneben gegriffen. Und also es gibt eine für 9 Euro und eine für 6,50 oder so. Und ich habe die, naja, für 10 Euro. Ich habe die 10 Euro, weil da extra Lift und, ne, drin ist. Aber wie gesagt, 30er Lichtschutzfaktor, die ist reichhaltig genug, dass ich die im Moment nicht brauche. Und die habe ich dann wirklich, also hier steht ja auch für alle Körperpartien, die im Endeffekt ein bisschen am Ausrasten sind. Und dafür ist das wirklich, ich mag das richtig gerne. Also, kann gut sein, dass ich das nochmal kaufe. Ich mag das Produkt auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Badezusätze. Das mochte ich gerne. Von TTZip, das ist Zeit für dich. Dann, das ist hier Standardprogramm. Und das hier hat, ich weiß nicht, ob wir das haben ablaufen lassen. 5.2020, nö, haben wir nicht. Es hat nach nichts gerochen, wirklich nach nichts. Also nicht mal nach Seife oder so, also wirklich nach, einfach nach gar nichts. Das war ein bisschen abgefahren, da haben wir dann noch andere Sachen draufgekippt. Macht ja nichts, aber ja, also das würde ich halt, also von Alverde würde ich keinen Badezusatz nachkaufen, ehrlich gesagt. Das war irgendwie ein bisschen... Wobei ich mich natürlich auch nochmal eines Besseren belehren lassen kann. Aber wie gesagt, war sehr schön. TTZ geht immer. Und das hier, wie gesagt, gehört zum Standardprogramm. Dann wollen wir ein bisschen über Unwurm reden. Die kaufe ich auch immer nach. Die gehen nicht oft bei mir leer. Aber gerade wenn man seine Tage hat oder, weiß ich nicht, sich zwischendurch irgendwie mal ein bisschen wohlfühlen möchte. Gerade auf Festival ist auch sehr gut. Und die brennen nicht, die sind nicht mega teuer, die sind nicht mega parfümiert. Also ich kann die ab und ich bin untenrum wirklich aus feinstem China-Porzellan. Also allerfeinstes. Da kannst du durchgucken, das Porzellan. Das, ne? Ja. Und da gehen auch nur die. Also ich habe keine anderen bis jetzt gefunden. Dann haben wir hier, oh guck mal, da ist Wasser drin, weil Herr Unfug so gründlich ist. Oh, das gehört auch ins Glas und nicht, naja.
von DM das Arzneibad Eukalyptus, das Erkältungsbad. Er sagt, das und das Äquivalent von Rossmann, die sind austauschbar. Er sagte, es geht doller. Er möchte, Herr Unfug hätte am liebsten, dass ihm also die Augen brennen. Das ist das, was er mag. Ich nicht so. Aber er sagt, das und das von Rossmann, die sind austauschbar. Und ja, aber er mochte das ganz gern. Also die beiden kauft er. Er hat letztens eins von Aldi Nord gekauft, weil Erkältungssaison war und dann hauen die sowas ja auch raus. Und also das findet er also sowas von unnütz und nicht doll. Also das gefällt ihm gar nicht. Das wird so mit reingekippt irgendwie, aber das ist, nee, er sagt, das ist nichts. Das Geld hätte er sich sparen können. Dann haben wir hier, oh ja, ich sag ja, Standardprogramm. Das ist wirklich Herrn Unfugs Liebstes. Also die, das hier und, ich weiß gar nicht, ob ich, ja, da ist es doch. Die beiden. Die, also er kauft auch regelmäßig diese großen Büchsen nach, tatsächlich. Weil, ja, wärmt gut durch und, ja. Ich mache ja das mit Wacholder und Ingwer ein bisschen lieber. Ich glaube, er mag lieber das Rosmarinöl, was da drin ist. Aber das sind die beiden, die regelmäßig dran sind. Hallo. Guten Morgen. Aufgebraucht. Also geht nicht mehr. Nee, genau, geht nicht mehr, ist leer. Die Frage lautet nicht, was geht, sondern was geht nicht mehr. Was geht nicht mehr? Das, was leer ist. Swatch-Tüchlein, ich weiß, das ist ein Luxusartikel, aber entsprechend, also ich glaube nicht, dass die bei mir so schnell leer gehen wie bei Menschen, die das regelmäßig zum Abschminken benutzen. Ist auch gut mal für als nasser Waschlappen, so mal für unter die Arme und ne, so. Katzenwäsche, dafür taugen die auch. Und dann riecht man gut. So. Oh ja, das fand ich, glaube ich, gut. Das ist das Tetisept Anti-Stress. Herr Unfug sagt, das hat nicht funktioniert. Er hatte dann trotzdem noch Stress. Das ist ein Blödmann, ne? Aber, genau, die hat er da reingetan. Hat er die da reingetan? Nee. Gut, bei dem war das jetzt nicht. Ich habe eins, da waren Steine drin, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er die da drin gelassen hat. Naja, werden wir rausfinden. Aber ich finde, das riecht fantastisch. Also sehr kräuterig. Da ist Lavendel, Passionsblume, Melisse und Kiefernadel drin. Ich mag das gern. Auch wenn danach der Stress nicht weg ist. Die habe ich noch gar nicht so lange gehabt, aber die habe ich gleich leer gemacht. Das ging super. Allerdings nur abends. Also für morgens ist mir das zu viel, zu glitschig, zu doll, zu weiß ich nicht. Aber ich finde die prima. Ich fürchte, ich muss jetzt nachkaufen. Scheiße. Oh, Wattepads. Das sind die von Müller. Die mag ich sehr gerne. Ich habe ja hier keinen Müller, deswegen sind das immer so Postmitbringsel sozusagen. Aber die Müller-Wattepads finde ich, die taugen. Wofür ich Wattepads nehme? Fürs Gesichtswasser, Nagellack entfernen. Und ich teile die längs, also mittig, dass ich zwei dünne Wattepads habe, da kommt dann jeweils Gesichtsmilch, Reinigungsmilch drauf, das patsche ich mir auf die Augen, dann putze ich Zähne und dann wasche ich mit dem, womit ich gerade mein Gesicht wasche damit, ne? Und das funktioniert sehr gut und das funktioniert halt mit diesen Duchess Wattepads auch ganz hervorragend. Das gibt's immer nur und dann halt auch manchmal mit unter anderem Namen. Das ist im Endeffekt, also hier steht Science Meets Nature Nachtelixier. Das riecht wie Jägermeister. Da ist es wirklich so. Willst du mal dran schnuppern? Ja, warte. Also, dafür, dass man sich das ins Gesicht tut. Ich benutze ja sonst nichts mit Alkohol. Das ist das Einzige, was darf. Warte, das kannst du ja gleich von der Hand waschen. Aber du musst dir mal so einen kleinen... So und verreib das mal. Das sieht auch aus wie Jägermeister. Sieht auch aus wie Jägermeister, stimmt. So. Also ein bisschen heller vielleicht. Ja, und jetzt riech mal dran. Das ist Schnaps. Oder vielleicht ist es jetzt nicht mehr so doll, aber... Ja, es ist nicht mehr so kräftig. Es ist nicht mehr so... Aber wenn das ist dieses typische Jägermeister-Riechen. Ja, ja, genau. Kram. Abgefahren, oder? Aber ja, was soll denn das sein? Das ist ein Nachtserum und das ist im Endeffekt ein chemisches Peeling. Das holt dir die alten Hautschuppen vom Gesicht. Ah. Und ich finde das sehr gut. Und das gibt's bei Aldi Nord halt immer mal so in Intervallen. Und es heißt dann auch immer anders und hat immer eine andere Verpackung. Das heißt, ich muss mal aufpassen wie so ein Schießhund. Und wenn es da ist, dann mach das so. Ich glaube, eine habe ich noch als Reserve.
Nein, nicht da rein. Du bist ganz ernst. Und ich fahre gestern durch Schnee. Ja. Und heute scheint die Sonne. Gestern hat es ja auch geschneit. Der Weiner Post, den habe ich leer gemacht. Der ist ganz hervorragend. Den mag ich sehr gerne. Aber ich habe noch welchen von Isana und also den Standard-Augen-Make-up-Entferner, den ölfreien. Und ja, das hier ist super zum ganz mild so Mascara-Reste wegnehmen. Kajal-Reste, die ja nun manchmal ein bisschen, ne? Schönes Zeug. Wirklich schönes Zeug. Ich kann verstehen, dass es viele mögen. Ja, das Shampoo habe ich mir gekauft, weil das hübsch aussah und Blütenkraft drauf stand und das hat auch ganz gut gerochen. Kaktusblüte und Bambuswasser, genau. Das war, okay, es hat nicht ganz so grün gerochen, wie ich das gerne möchte, aber hier ist ein Haar dran. Hier sind 500 Haare dran. Naja, aber ich habe mir damit einmal die Haare gewaschen und obwohl das silikonfrei ist, meine Haare so... Also das war ganz fürchterlich, das ging gar nicht. Die waren... Ohne jede Spannkraft. Spannkraft in den Haaren ist so ein 90er-Begriff. Auf jeden Fall. Aber die Pinsel hat es sauber gemacht. Busen. Busen, ja. Biker-Busen-Büchsenbier. Wer weiß, wovon ich rede, in die Kommentare. Das, ja. Das ist nicht Biker-Busen-Büchsenbier. Spannkraft in den Haaren. Ja. Gibt's die Werbung noch? Ich glaube, ein bisschen anders, so. Ne? Ein bisschen anders. Nicht mehr mit dieser Stimme, die yeah. nichts aussagt, endlich. Außer drei Wetter da. Standardzahnpasta, ich kaufe fast nur noch Sensodyne. In verschiedenen Varianten, aber ich kaufe eigentlich im Grunde genommen nur noch Sensodyne. So. Ich gehe. Wohin? Ich muss das Auto waschen. Ja. Und sauber machen. Aber ich komme vorher noch mal hoch, weil ich meine Sachen nicht mehr nutze. Ich habe mir gestern so die Treppe hochgekrochen, wie so eine Raupe. Ja, ich habe dich auch nicht gehört. Wirklich gar nicht. Die Katze, glaube ich, vielleicht. Aber ich habe dich nicht... Drei ungefähr. Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Dann habe ich heute Morgen erstmal angerufen und gesagt, vermisst das Auto nicht. Das steht bei mir vor der Tür. Ich mache das noch sauber. Gleich. Svenny hat ihren Dienstwagen entführt. Okay. Gleich war dann, also ich habe kurz das 7 euch angerufen. Es ist jetzt kurz nach 10. Okay. Ja, aber dann hast du es ja erledigt. Dann kann man sich ja auch nochmal drehen. Ja, ja, aber die Aussage, ich mache das dann gleich, ist halt sehr weit ausgelegt. Es ist noch vormittags. Ja, ja. Fertig. Solange wir uns weiterhin vormittags bewegen. Ja, ja. Die fand ich gut, aber ich mag die Garnier-Tuchmassen generell. Die ist genauso gut wie ihre Kollegen. Ich glaube, das kann man so sagen. Die war auch schön. Das war eine Feuchtigkeitsmaske, wenn ich das richtig interpretiere. Ja. Ab. Since 2006, Zitmol. Mehr kann ich nicht lesen, aber die war gut. Weil ich das leider nicht entziffern kann. Made in Korea. Okay, es wird koreanisch sein. Aber genau das weiß ich nicht. Die war super. Das ist die Marke. Fand ich gut. Ah, genau. Die ist noch nicht leer, aber ich habe den Karton hier reingetan, damit man sich die Inhaltsstoffe vielleicht mal gucken kann. Das ist meine momentane Gesichtspflege. Die ist noch nicht leer, aber ich werfe dann immer den Karton hier rein, dass wenn es aufgebraucht ist, ich euch halt auch noch was zu den Inhaltsstoffen vielleicht sagen kann. Und zwar, das ist die teurere Variante. Der wandert auch gleich wieder rein. Falls es dann mal leer geht. Die hat Lichtschutzfaktor 30, die hat mikroinitierte HA- und Hyaluron-Aktivstoffe. Faltenfüllende Anti-Age-Pflege. Jetzt wisst ihr, warum ich so jugendlich aussehe. Diadermin, wollt ihr mein Gesicht als Werbefläche nehmen? Wahrscheinlich nicht. So, ist auch genau meine, ich bin ja praktisch genau in der Mitte. Tippitoppi. Geht da wieder. Ich habe den Alcina Skin Manager leer gemacht. Der stand ewig bei mir rum. Ich weiß nicht warum. Ich habe den on und off benutzt sozusagen. Also wahrscheinlich nicht so, wie man das soll. Aber wenn ich ihn benutzt habe, fand ich ihn gut. Und ich glaube, den
gibt es auch noch in der Drogerie. Ich glaube, die zusätzlichen Produkte gibt es nicht mehr. Aber das ist ein ganz, ganz netter Aha-Toner. Gesichtswasser. Ja. Aber jetzt habe ich gerade den von Pixi, also brauche ich den nicht. Wir müssen jetzt schon das Müllbeutelchen zurechtzupfen. Das werfe ich weg. Das war ja wohl, das habe ich gekauft. Das war ja wohl der größte Scheiß. Also, Sonnenschaum, Lichtschutzfaktor 50. Luzi, yay! Mit Rosen- und Litschi-Duft, völlig okay. Ich habe noch nie was auf meiner Haut gehabt, was so geklebt hat. Noch nie. Das, wirklich, wenn du jemanden gut findest, dann machst du dir das drauf und dann hältst du den Arm an ihn ran oder an sie und dann ist die Sache erledigt. Die kommen nie wieder von euch los. Durch das Ding. Ein Bund fürs Leben. Igitt, weg damit. Genau, auch aussortiert und man sieht, glaube ich, auch warum. Igittigitt, ich... Das war ein Haarerfrischer Malvo-Holunderblüte. Das habe ich zu meiner... Ich arbeite ganz viel mit Tieren Zeit benutzt, glaube ich. Aber es ist auch schon ganz lange nicht mehr gut und es kommt jetzt weg. Der ist auch völlig hinüber. Das ist ein Essence Blush Stick in der Farbe 010 Pretty in Pink. Ganz komische Textur. Nein, nein, wir halten uns damit nicht mehr auf. Und dann habe ich was leer gemacht und da sind wir jetzt mal alle ganz stolz auf mich. Und zwar sind das 100 Milliliter Nachtpflege gewesen. Also ich habe sie als Nachtpflege benutzt. Hier steht 24-Stunden-Creme. Also für mich ist das in Ordnung, dass ich das, weil die sehr dick war. Und zwar von M. Asam, die 24-Stunden-Kollagen-Boost-Creme. Die hat auf meiner Haut Röllchen gemacht. Deswegen habe ich sie nachts benutzt. Da ist das mit den Röllchen ja egal. Und die Pflege war auch ganz gut. Aber ja, ich bestelle ja nicht online. Insofern ist M. Asam... Es ist auch so ein paar Rosvino-Produkte, die es mittlerweile, glaube ich, bei Rossmann gibt. Bin ich da raus. Ich bin ein ziemlich guter Bodylotion-Vernichter, wenn ich das mal so sagen darf. Ach so, und die M. Asam habe ich zum Schluss auch fürs Dekolleté genommen. Ich wollte sie dann auch irgendwann leer haben, weil 100 Milliliter, da sitzt du ein bisschen dran. Also das ist eine Hausnummer. Fand ich sehr schön. Ich habe genug, um nicht genau die nachzukaufen. Ich muss die anderen Sachen aufbrauchen. Aber die war echt prima. Die mochte ich wirklich gern. Der Geruch war völlig in Ordnung, die Pflegewirkung war gut. Ja, kann man kaufen. Ist prima. Ich habe das mit den 72 Stunden übrigens nie ausprobiert. Ich creme mich öfter ein. Die war total nett. Die soll man nur 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Kommt aus Südkorea und das ist der Händler hier in Europa. Ado. The Mask Doctor, Vitalizing Spirulina, Face Sheet Mask, fand ich ziemlich gut. War sehr nett, war erfrischend, war so, war also prima das Zeug. Die mag ich auch gerne. Das ist auch so ein, mal eben kurz Licht im Gesicht anmachen. Und die Kakerlaken in den Falten verschwinden sehen. Ja, ja, genau. Entschuldigung, das war gerade Licht an. Ja, nein. Das meinte ich. Sehr schön. War eine Limited Edition, insofern. Aber war ganz nett. Und die Verpackung ist lustig. Sie ist ein kleiner Brokkoli. Ach, diese Katzenhaare, das ist unfassbar. Naja, aber hier dürfen sie drin kleben, denn es klebt ja tatsächlich auch. Kneiphautöl, Mandelblütenhautzart. Sehr schön pflegendes Öl. Ich bin da sehr lange mit hingekommen. Also ich habe die angefangen zu benutzen und irgendwann habe ich gedacht, krass, krass, das, ne, da passiert was. Finde ich sehr schön. Dann, der ist noch nicht ganz leer. Den habe ich, das ist dieser Rose Cleanser, den habe ich in eine Pumpflasche umgefüllt. Das ist auch Orange Creatives. Ah, do, gucke. Witzig. Das Rosenwasser mit Damascenerose ist der ideale Reiniger, löst Make-up-Schmutz und Verunreinigung. Anti-Schaum-Formel, Gel verhindert, dass ihre Haut austrocknet. Am Morgen oder Abend verwenden. Lalalala. Das kriegt kein Stück Make-up runter. Deswegen ist es in diesem Pumpspender in der Dusche für morgens. Das Gefühl ist ganz gut, aber Make-up kriegt der, also nicht mal ein Viertel. Es tut mir leid, aber Make-up löst der nicht an. Tut er nicht. Deswegen wird er leer gemacht und dann ist gut.
Eyedorable Mascara Volume Ultra Black. Die ist durch. Die war eher zum Drübertuschen. Also ich finde, Trended Up kann das jetzt mit den Mascarinos nicht so besonders gut. Deshalb hat es nie in groß gegeben. Es gibt noch irgendwas anderes mit Minze. Den mag ich nicht, den Duft. Ich mag Soft Watermint Rain als Duschgel. Das war toll. Habe ich nicht in groß gefunden. War super. Habe ich mir so ein bisschen aufgespart. Die gibt es nicht mehr. Und sie frisst im Moment auch kaum noch Knuspis. Insofern fällt das nicht so ins Gewicht. Und wir haben ja mittlerweile auch 7 Millionen Alternativen, dank der Post. Das hat sie mega gern gefressen. Das war echt gut. Den hatte ich in der Dusche stehen und den habe ich dann einfach mal leer gemacht. Das war DKNY Donna Karen Cosmetics. Ah. In Nektar. Das hat auch wirklich ein bisschen nach Honig gerochen. War sehr nett. War ein nettes, parfümiertes Duschgel. 30 Milliliter sind ja jetzt nicht so der Gegner. Enchanting Pearls in der Duftrichtung Pillow Battle. Also Kissenschlacht. Das sind die, die so glitzern. Ich finde die super. Wir haben da noch ein paar von in so Mondform und so. Ja, ja, die sind gut. Ein uralter Mascara-Tupper. Ich weiß gar nicht, wo ich den gefunden habe. Irgendwas ist hier ausgelaufen. Schwein, 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 Schwein. Naja. Der ist auch schon lange nicht mehr auf dem Markt. Und das war eine LE von Catrice aus einer Lala Berlin. Glam and Doll Orange Mascara. Ich habe noch eine, die ich zugelassen hatte. Die kann ich noch benutzen. Die hier ist durch. Tuchmasken in jeglichen Ausführungen, ja genau. Die mag ich auch, aber die mag ich fast noch ein bisschen lieber. Die kann ich nicht unendlich auf dem Gesicht lassen, die praktisch bis der Wind mir das trockene Vlies vom Gesicht weht. So lange kann ich die drauf lassen. I love it. Oh, die sind so gut gewesen. Oh, und ich habe nur 2 für reduziert erwischt. Das war ärgerlich. Egg Cream Mask von Too Cool for School. Super. Mega. Gibt's nicht mehr. We did it. Ich habe eine Mische aufgebraucht. Ich habe jetzt hier gerade keine, weil ich die vorhin am Schreibtisch benutzt habe. Ich hatte heute Morgen Frauenarzttermin. Yay, der Start in den Tag. Ja, ist alles super, aber Mann, das ist doch nicht schön. Naja, aber schön, dass meine Gesundheit unangefochten ist. Ne? So. Auf jeden Fall habe ich die heute Morgen benutzt, deswegen ist sie drüben. Misha in Nummer 13. Ich habe immer die 13 und die 21 da. Ich nie wieder ohne. Können wir das als Thumbnail haben, bitte? Thumbnail. Thumbnail. Naja, wird nicht klappen. Naja. Dann habe ich hier was aussortiert. Das ist der von Catrice, der Volume Lash Dust aus der Provocative. Aua, Auge, ich. Nee, wir sind nicht zurechtgekommen. Macht mir zwar limitiert. Hat auch keiner. Ein Mascara-Topper von Uma und der. Also mal abgesehen, dass das Bürstchen kein Bürstchen ist, sondern so ein komisches Plastikgerät. Der hat sich innen getrennt und. Das war es einfach für ihn. Dann habe ich hier... Das war eine Handcreme und die ist richtig teuer. Ich glaube, die kostet 20 Euro bei Karstadt. Habe ich gern genommen. War prima. War nach 3 Tagen alle. da ist Alkohol... Nee, Fettalkohol ist drin, Wasser, Glycerin, Petrolatum. Dann ist Silikon drin. Dann ein bisschen Shea-Butter. Also alles Mögliche. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Inhaltsstoffe sind nicht das, was diese Handcreme teuer macht. Aber ich finde die gut. Dann, das ist ja letztens zusammen mit euch leer gegangen, das Fixing Spray. Ich mag
auf Dauer kein anderes. Also ich nehme immer mal ein anderes. Das ist dann auch für den Tag ist das in Ordnung. Aber sollte das jemals aus dem Sortiment gehen, habe ich definitiv ein Problem. Ach Mensch. Aber das war das teuerste Peeling aller Zeiten. Von Kiehl's, das Soy Milk and Honey Body Polish with Lover Fruit and Jojoba Butter. Butter. Das war ein schönes Peeling. Und jetzt ist es leer. Da waren 30 ml drin. Damit habe ich also ordentlich hier die Seiten an den Oberschenkeln, also die Außenseiten, da kriege ich Verhornung und an der Hinterseite der Oberschenkel auch das Verhornungspotenzial. Und da haben wir das für benutzt und das ging sehr gut. Dann habe ich hier eine Lippenpflege, die also fast komplett durch ist und die, also ich halte euch das jetzt nur mal so hin, dass ihr ein bisschen den Dreck sehen könnt. Das Ding wohnte in meiner Tabaktasche. Dann sehen die immer innerhalb kürzester Zeit aus wie Schwein. Aber dann weiß ich, dass ich immer eine Lippenpflege dabei habe, weil ich ganz andere Probleme habe, wenn ich irgendwo ohne meinen Tabak bin. Nicht wahr? Ja. Aber die war ganz gut. So, das war schön. Das war Tetisep Badeschätze Schönheitsgeheimnis. Mandelöl, Honig, Milchprotein. Genauso hat es auch gerochen. Dick und süß und pflegend und nach Kleopatra. Es hat nach Kleopatras Badezimmer gerochen. Das war schön. Das war echt schön. Das hier habe ich tatsächlich noch leer gemacht. Eucerin Atopic Control Dusch- und Badeöl. Den Geruch fand ich nicht so geil. Also da ist natürlich ohne Duft und Konservierungsstoffe, ohne alles. Und so riecht das auch so ein bisschen. So ein bisschen ist das echt für den Körper. Man ist das so gewöhnt, dass Dinge irgendwie so ein bisschen... Ne? Das war brutal ungewürzt. Das ist, als wenn du dir selber eine Bolognese kochst und dann zwischendurch mal so einen Löffel Babybrei nimmst. Das schmeckt ja nicht scheiße. Es schmeckt einfach nur nicht für... Also, weiß ich nicht. So war das. Dann habe ich einen Duft leer gemacht. Der war auch in der Post. Und zwar ist das von Max Ice Touch Woman. Und das ist ein Eau de Toilette, meine ich. Ja. Und 15 ml waren da nur drin. Ich finde, die Flasche sieht größer aus. Naja, schöner Pumpspender. Also man hat wirklich bis zum Schluss alles rausgekriegt. Ging wirklich, wirklich gut. Und das ist so ein... Der kann einen nicht stören, Duft. Der ist wirklich ein bisschen frisch und echt nett. Wirklich, also ein schöner Duft, wirklich. Und den habe ich auch... Ich bin ja nun mal Raucher, ne? Und ich habe den auch auf meinen Mantel gesprüht oder wenn ich die Hose einen zweiten Tag anziehen wollte oder meine Schuhe haben auch mal eine Ladung abgekriegt. Also ich habe das wirklich für alles benutzt und ich habe mir jetzt da so ein paar Flaschen hingestellt und so benutze ich Parfum tatsächlich. Also nicht nur hier so tupf, sondern ja. Und ich sprühe auch meinen Mantel ein und dann lüfte ich ihn und dann hat man da so ein ganz ausgewogenes Verhältnis irgendwie. Also, aber das fand ich echt nett. Also, wer einen Nicht-Nerven-Duft haben will, der echt... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den wirklich abstoßend findet. Der ist wirklich fein. Das ist jetzt auch Glas. Das kommt da hin. Dann habe ich hier einen Reiniger von Dermalogica. Da waren 7 ml drin. Konnte ich benutzen. Ich kann bei 7 ml nichts dazu sagen. Das weiß ich nicht. Ach ja, sie ist überall, weil wir sie so lieben. Dann, davon habe ich noch eine Packung. Das Caviar Illumination 3 Minuten Intensiv Peeling. Das ist ein chemisches Peeling. Und genau, das soll man morgens oder abends. Ich kann das auch morgens machen, würde ich jetzt aber nicht machen, wenn ich dann den ganzen Tag also Stress habe oder so. Also das, danach quietscht die Haut. Das holt euch alles runter. Nehmt das bloß nicht öfter als, keine Ahnung, alle 2 Wochen oder so, mache ich höchstens. Funktioniert, ist super. Gab es bei Aldi Nord als LE. Ich habe noch ein Backup. Vielen Dank nochmal dafür. Schönes Zeug. Die ist leer und weil ich noch eine große von... Ist das eine MA-Samtlinie? Frau Leimittermeier, wie heißt die Fußcreme? Ach scheiße, wie heißt denn diese? Flora Mare?
Ja, ich glaube Flora Mare. Da habe ich einen riesen Pott oder Riesentube Fußcreme. Deswegen kaufe ich die jetzt nicht nach. Aber eigentlich ist das ein Standardprodukt bei mir. Die geht regelmäßig leer und reichhaltige Pflege mit Dry Touch Effekt. Also so viel Fußbutter, wie ich benutze, da ist nichts mit Dry Touch. Das macht Glitsch. Das ist Glitch Touch Effekt. Aber ich mag die. Ich mag auch den Geruch. Den muss man mögen. Denn ihr könnt mal dran schnuppern. Ist ein bisschen schräg. Davon habe ich immer noch welche. Nehme ich immer noch mal zwischendurch. Mag ich sehr gern. Die große Buddel kostet 12 Euro und dafür, dass man da, glaube ich, relativ lange mit hinkommt, geht das. Aber Internet bestellen und so. Der letzte Rest ist mir dann doch gekippt. Ich trottel. Ich hätte das einfach leer machen sollen, das Ding. Wenn ich noch mal so eine kleine 5 Milliliter hätte ich echt mal hinkriegen können. Naja. Der war schön. Aber jetzt stinkt. Ich habe ihn zu Tode gespart. Ein bisschen. Dann haben wir Daisy von Marc Jacobs, allerdings in Oh So Fresh. Den mag ich richtig gerne. Das war eine nette Probe, habe ich gerne benutzt. Ging gut. Standard. So, und dann habe ich jetzt hier nur noch ein Duschgel, und zwar das Brazilian Love von Tracklemoon. Gibt es auch aktuell noch. Habe ich mir in groß gekauft. So geil fand ich das zu sehen. Ich finde nicht, dass es ein Sommerduschgel ist. Ich finde es ein bisschen zu süß und zu cremig, um es wirklich sommerlich zu finden, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber schön. Ich mag es gern. Ich mag es wirklich gern. Wie gesagt, habe ich ihn groß gekauft. Und das, meine liebe Freunde, war mein Aufgebraucht. Geschafft. Jetzt kann ich ganz viel wegwerfen. Ja. Ich weiß immer gar nicht, was ich zum Aufgebraucht sagen soll. Es wird weitergehen. Ich werde weiterhin Dinge aufbrauchen. Project Pants sind nichts für mich. Sobald man an irgendeiner Stelle Druck erzeugt bei mir, renne ich in die andere Richtung oder schlage drauf. Ich weiß es nicht. Ich mache das schon. Das läuft hier so ganz organisch vor sich hin. Wir kriegen das schon hin. Nicht wahr? Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.